10. Ziegel und Mörtel. Beschissenen Baum! Laura! Blut. Blitzmerke. Scheiße, wie komme ich jetzt runter? Wer blöd fragt. Na, jetzt weiß ich's. Zu Hause. Ich glaube das alles nicht. Okay. Jetzt suche ich Laura. Okay. Also. Ja, ich sag da jetzt mal nichts zu. Okay, wir müssen wieder lang, da müssen wir nicht lang. Mein Gott, ich kann ihn gar nicht ernst nehmen, wenn er so rumläuft. Wir wären viel besser dran gewesen im Harbinger Motel. Naja, vielleicht muss er ihr ja die Klamotten auch irgendwann später nochmal wiedergeben. Oh fuck! Genau, da ist die Besitzerin. Oh nein! Nicht einfach so da liegen lassen, oder? Ich würde sie ja zumindest irgendwie auf die Schulter nehmen oder so und irgendwo in Sicherheit bringen. Ich meine, ist sie tot? Weil sie war doch eigentlich auch nur verwandelt, oder? Also ihr Rücken sieht auf jeden Fall nicht mehr ganz so gut aus. Naja, weil wir keine andere Option haben. Lassen wir sie da halt liegen. Aber sie wurde doch gebissen, dann ist sie doch auch. Eigentlich habe ich auch die ganze Zeit gedacht, dass sie da auch die ganze Zeit da im Keller war. Und auch ihren Ex-Macker dann da gebissen hat. Aber die Augen waren ja gerade so geöffnet, als ob das so eine Todesstarre wäre. Okay, was haben wir hier? Also war sie hier. Sie hat dich immer wieder besucht. Okay. Übrigens, wenn ich das Spiel nochmal durchspiele, ich habe ja diesen Vorbesteller-Bonus bekommen und von dieser Premium-Edition und da gibt es so Outfits, so 80er-Jahre-Outfits, da bin ich mal gespannt drauf. Spielt die Story nämlich ein paar Jahre eher. Hm.
Na, bleiben, ans Ufer schwimmen. Ja, ans Ufer schwimmen. Hoffentlich nimmt das ein gutes Ende. Max ist gestorben. Möchtest du versuchen, ihn zu retten? Nein, möchten wir, wie gesagt, nicht. Aber eigentlich dachte ich, hä? Eigentlich dachte ich, Leute, er ist doch ein Werwolf, oder nicht? Und ich dachte eigentlich, dass die Werwölfe sich aber gleichzeitig verwandeln, weil die rauskommen, wenn der Vollmond halt da ist. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Oder ist das wiederum der Alpha-Wolf sozusagen, der immer ein Werwolf ist? Naja, vielleicht werden wir es noch erfahren. Wir machen erstmal weiter. Der Tisch, hilf mir! Schlimmer kann es ja wohl nicht werden. Klasse. Wie in einem Cartoon. So geht das die ganze Nacht. Dieses Spiel ist so klischeebehaftet, aber es ist schon so klischeebehaftet, dass es halt wieder einen Unterhaltungswert hat. Klar. Oh, wir hätten die Nacht im See verbringen sollen. Ein Tod durch Hypothermie? Nein. Okay, wir sind jetzt sicher. Die Nacht ist noch lang. Sie wissen, dass wir hier sind. Sie kommen wieder, sobald es geht. Na toll, okay. Okay, wir brauchen mehr Überblick. Komm. Okay, dann schauen wir uns noch mal um. Obwohl, wenn sie mehr Überblick möchte, dann müssten wir ja eigentlich nach oben. Ich dachte gerade, es geht hier nicht lang, aber wir hingen nur irgendwie fest. Okay. Was haben wir hier? Wie lange ist der Typ schon hier? Ist lange Zeit her. Vermutlich seit dem Mittelalter, so wie das Bild aussieht. Dass es ganz normal war, sich in Öl porträtieren zu lassen. Jetzt will ich auch ein Ölporträt von mir. Auf Angriff vorbereiten, ja, ich glaube, das ist das Beste. Tag und Nacht rund um die Uhr im Sommer. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und ist der Weg auch weit. Freundschaft führt uns für alle Zeit. Ich bin stark, denn ich bin hier. Als Hecate. Du hast immer noch nicht den Text gelernt? Showtime, Motherfucker. Dich zusammen, bald ist morgen. Was war das? Da wird einer durch den Schrank sein. Vielleicht ist gleich der Weihnachtsmann geschenkt bekommt oder so. Du
rennen. Los, los, los! Caitlin! Ich huste und puste, bis das Haus weg ist. Ich muss ihr helfen! Die Frage ist, was kann Abigail von da aus machen? Vermutlich nicht so viel. Balken, Fenster, Balken, Fenster, Balken. Vielleicht war das die falsche Entscheidung. Jetzt bloß nicht runterfallen. Oh, Glück gehabt. Um dich zu verstecken. Okay, dann wieder die Luft anhalten. Okay, und ihn lässt jetzt einfach da, oder was? Okay, er ist doch noch mitgekommen. Die ist ganz schön groß, fällt mir gerade mal auf. Gefrierraum. Ja. Oh. Das war anscheinend die falsche Entscheidung. Du könntest auch mal versuchen, die Türklinke nach unten zu drücken. Vielleicht funktioniert das ja. Ich glaube, bei Türen funktioniert das ganz gut. Caitlin ist gestorben quasi. Okay, ja, bla bla, okay, ja. Schade, jetzt sterben sie wie die Fliegen. Es war eine bewegte Nacht, findest du nicht? Mhm. Sehr. Der Kreislauf geht weiter für manche von uns. Ich muss schon sagen, ich bin enttäuscht von dir. Doch weniger als ich erwartete. Ein Band eint uns, dich und mich. Sei mal bloß nicht so frech hier, ja? Auch wenn der Vollmond wiederkehrt und der Fluch bestehen bleibt.
Diese Nacht ist vorbei. Keine Sorge. Ich werde deine Taten nicht vergessen. Aber komm ja nie, niemals nach Hecate's Quarry zurück. Steckst du deine Nase je wieder in Dinge, die dich nichts angehen, werde ich dich ewig verfolgen. Mhm. Wohin du auch gehst, ich werde stets bei dir sein. Willst du mir jetzt verbieten, das Spiel nochmal zu spielen, oder was? Ich sitze dir im Nacken, auch wenn du mich nicht siehst. Kehrst du jemals zurück, jage ich dich bis an dein Lebensende. Ich glaube, die ist böse auf uns. Konnte Werwolf Max Bebaumers nicht entkommen. Ryan, Erzähler, gestorben. Trotz seiner tödlichen Verletzung lehnte Ryan Lauras Angebot ab, ihn zu beißen. Der verblutete Travis erinnerte sich an Lauras Gnade in der Gefängniszelle und sah nicht auf Wache. Es geht voll schnell. Unverletzt konnte Bobby den Angriff seines Servus-Bruders Chris abwehren. Dank Bobby, der ihn vor dem Angriff von Werwolf Chris geschützt, überlebte Jedaya den Angriff. Chris wurde getötet, als sein Lieblingsbetreuer Ryan mit Silber ihn erschoss. Constance stürzte sich im Dunkeln auf Lauras Waffe, während das Handgemenge schoss Laura Constance ins Gesicht. Jacob, der von Hackett gefangen gehalten wurde, fliehte Ryan an, ihn zu befreien. Ryan versuchte, ihm zu helfen, musste seinen Freund jedoch zu... das geht viel zu schnell! Laura hielt ihre... Leute! Stoppt das Video und lest euch das selber durch. Das geht viel zu schnell, diese Texte. Max schon zurück ans Festland, wo der hungrige Caleb bereits auf ihn wartete. Ja, es sind doch einige Leute gestorben in der Nacht. Aber aus vielen Fehlern konnte man auch direkt lernen. Abigail, lebendig. Abigail erschoss den infizierten Nick, bevor er sich in den Werwolf verwandeln konnte. Dann suchte sie im Sturmkeller Schutz und erreichte Chris Hackett's Kofferraum. Während der letzten Kampfes in der Lodge versteckte Dylan sich im Klassenzimmer vor... Das ist viel zu schnell gewesen mit den Texten. Caitlin überlebte den Angriff durch Caitlin. Doch als am Morgen niemand kam, ja. Vor allem, was ist denn mit dem anderen? Naja. Okay, jetzt kommen die... Jetzt kommt die Crew an. Begutachtet den ganzen Kram. Der weiße Wolf lebendig. Blieb unentdeckt, bei Sonnenaufgang zieht er sich in den Schutz des Waldes zurück, wo er auf den nächsten Vollmond wartet. Okay. Jetzt ist auch irgendwie der Ton weg. Keine Ahnung, warum der Ton weg ist, aber... Leichentürme nach Sommercamp-Massaker. Was sagst du dazu, Anton? Bisschen widerlich, oder? Dass sie sich auftürmen? Ist nur eine Metapher. Zumindest hoffe ich, dass es so ist. Ja, ein Podcast. Ich dachte, das Hackett's Quarry-Thema wäre durch. Nicht dieses Hackett's Quarry-Thema. Ist das nicht schon 3 Monate her? Ein alter Hut. Zuerst das Intro, Anton. Hier ist Bizarr oder Banal, der Podcast über Paranormales.
Ich bin Grace. Und ich bin Anton. Gemeinsam untersuchen wir mögliche übernatürliche Einflüsse in alltäglichen Ereignissen. Also ich würde sagen, den Podcast. Genau das sind sie. Alltägliche Ereignisse des echten Lebens. Hinter denen nicht reinziehen. Deswegen drücke ich einfach mal auf Pause. Und ja, also ich fand The Quarry, muss ich ganz ehrlich sagen, deutlich besser als die Dark Pictures Anthology. Ich finde, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass den Rollen wesentlich mehr Tiefe gegeben wurde. Also man fand die Rollen entweder deutlich sympathischer oder deutlich unsympathischer. Und ich finde, das ist gerade bei so einer Horrorgeschichte eigentlich immer ziemlich, ziemlich wichtig, dass man so eine Bindung zu den Charakteren hat. Also wenn ich halt mal an die neue Version des Texas Chainsaw Massacre Films halt denke, das war so der letzte Splatter-Film, den ich gesehen hatte, da war es so, dass der Leatherface mit seiner Kettensäge richtig gut gemacht, der Schauspieler hat sich sehr geil bewegt dazu und es war ein richtiger Leatherface. Allerdings, die Rollen, die darin vorgekommen sind, waren halt, es war einem scheißegal, ob die gestorben sind oder nicht. Also es war ja einfach nur Gekröse und Gesplättere. Und das fand ich, wie gesagt, war hier schon eine deutlichere Stärke, weil einem die Figuren, die man hier gesehen hat, nicht egal waren. Und auch wenn man immer sagt, so, ja, ist ja nur ein Horrorfilm oder ist ja nur ein Horrorspiel, wer braucht da eine gute Story, wer braucht da tiefe Charaktere? Ja, auch bei einem Horrorfilm braucht man tiefgehende Charaktere und wenn möglich auch eine gute Story, wobei man auf die gute Story bei so einem Splatterfilm auch, ja, kann man auch verzichten. Also muss nicht jeder Film so sein wie Midsommar. Aber ja, was sagt ihr denn zu The Quarry? Hat euch das Spiel gefallen? Hat euch das weniger gut gefallen? Was sagt ihr zu dem Dark Pictures Anthology-Vergleich? Freut ihr euch auf das Spiel The Devil in Me, was ja im Herbst kommt? Werdet ihr übrigens auch hier auf dem Kanal sehen. Und ja, wie gesagt, schreibt alles in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu lesen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, die ho!